Das tritt. Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Eastside vs. Westside. Ja, wir sind hier an einem bisschen Wasser, an einem Fluss. Was heißt das? Es ist wieder Challenge. Und wir sind alle hier unten und haben uns eingefunden. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns alles so erwartet. Gucken wir doch ganz einfach mal. Und alle anderen sind auf jeden Fall auch dabei. Und ja, ich weiß auch nicht. Die Schlümpfe sind auch da. So, was ist hier los? Hallo. Ach, guck mal da. Papa Schlumpf ist auch da. Das ist unglaublich. Hallo, ja. Herr Bauer. Ach. Hallo, Herr Schröder. Guck. Hallöle. Wollt ihr baden gehen? Stefan. Ach Gott, was ist denn jetzt hier los? Ja, Herr Bauer, was ist denn mit Ihnen? Was machen Sie denn hier? Ja, was machen Sie denn hier? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte, also heute früh hat das Telefon geklingelt und da hieß es, wir sollen ja ganz schnell hier ja, uns einfinden und alles etc. Ich bin noch gar nicht geschwacht. Herr Bauer. Herr Bauer, hier drüben. Ach Gott, was ist denn das für eine Krähe? Hallo, komm mal hier rüber. Winke, winke. Komm, gehen wir mal hin. Ja, ich gehe aber zu Herrn Müller. Ach Gott, was ist das denn? Harry, ich folge dir. Ja, komm mal. Ja, einen wunderschönen. Guten Morgen. Vormittag. Guten Tag. Die vier vom Grill. Die Frau ist sogar mit Knicks, ey. Unglaublich. Guten Tag. Challenge Hallöde. Time, meine Herren. Challenge Time. Als ob ich es geahnt hätte. Ja. Ha. Freuen Sie sich. Ja, ne, der Anruf heute früh kam etwas zu früh. Also, Herr Müller, ne, das nächste Mal rufen Sie bitte vielleicht nach 7 an. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Frühe Vogel fängt in. Da kann. Ja, ist klar. Ja? Ja. Der frühe Vogel, der bleibt meistens noch was liegen, wenn er gescheit ist. Ja, ach so, machen Sie das, Herr Bauer, oder was? Alles klar, okay. Man soll sich immer noch Arbeit für den nächsten Tag da lassen. Die rennt halt nicht weg, ne? Meine Herren, ne. Bevor wir anfangen. Ja. Es ist was passiert. Was denn? Was denn? Während Sie mitgekriegt haben, ja. Herr Müller, vorher, bitte? Ich habe mal eine Frage. Hat das damit zu tun mit einem riesen Gewackel? Und ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich habe viele laute Stimmen gehört. Aber irgendwie bin ich darüber wieder eingeschlafen. Nee, es waren sehr laute Stimmen, ja. Ich habe auch noch keine Zeitung gelesen und gar nichts heute Morgen. Also ich bin auch direkt irgendwie, mich hat der Herr Bar ins Auto gepackt und irgendwie war ich schon müde, im Halbschlaf sind wir hier runtergefahren. Also, Sie werden feststellen, die Mauer ist weg. Was? Wie bitte? Bitte? Wir sind wieder vereint. Was? Nee. Doch. Herr Hafer! Harry, Moment, warte, weg. Oh, Harry. Herr Schröder. Ich kann ganz legal zu Marianne. Oh, was für eine Marianne? Gut, aber wie, erstmal wichtig, warum, wieso, weshalb? Die kann doch nicht weg sein. Ja. Die ist weg, also die ist weg. Es wusste niemand genau, ob das mit sofortiger Wirkung oder nicht mit sofortiger Wirkung, aber so wie der nette Herr das dann im Protokoll gelesen hat, halt ab sofort und wurden auch gleich die Maßnahmen alle umgesetzt, um die Mauer zu entfernen. Ach Gott. Genau so ist es. Das heißt, die beiden Streithähne können sich mal die Hand geben auf gute Nachbarschaft. Den fasse ich nicht an. Herr Hafer, kommen Sie her, geben Sie mal Patsche, Händchen. Kommen Sie her. Meine Herren, nur noch ganz kurz dazu. Liebe Behörde, ich habe es versucht. Ja, alles gut. Lassen Sie mich noch kurz was sagen. Wir bitten aber darum, oder wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir Feldkäufe derzeit nicht akzeptieren. Es werden keine neuen Felder gekauft. Was? Wieso? Weil die Umstände, wir müssen uns selber erstmal zurechtfinden. Aber das ist doch nicht mein Problem. Ja, eben drum. Deswegen sage ich Ihnen das jetzt. Sie werden ja jetzt genug zu tun haben mit Ihren Feldern. Ja, die Sie jetzt schon besitzen.
Ja, schon, ja. Aber ich dachte auch an Investitionen. Ja, das können wir dann später drüber reden. Aber wenn die Mauer jetzt auch erst. Wenn die Mauer weg ist, kann man ja hier so frei investieren. Herr Hafer. Herr Hafer, ja, wir müssen uns auch erstmal wieder neu einarbeiten. Eben. Herr Bauer, ich sag das, wenn du bei mir Felder kommst, dann kack dir die Finger ab. Also, merken Sie es eigentlich die ganze Zeit schon, da der Einzige, der jetzt nur negativ eingestellt ist darüber, dass Sie das sind, Herr Hafer? Nein, wieso? Ich habe doch gesagt, wir können Felder kaufen. Das könnte an der warmen Mütze im August liegen. Ja. Es regnet. Ist nicht aufgefallen, dass es regnet. Ja, das ist aber eine Wintermütze, oder? Ist doch egal, aber die schützt vor Regen. Okay, nichtsdestotrotz haben wir uns heute hier versammelt. Nee, das Grauen hat einen Namen. Mauerfall. Ah, ne Schlimmes. Mhm. Haben wir uns hier versammelt, um die nächste Challenge zu starten. Ach Gott sei Dank, ich dachte, auch schon heiratet. Da diese Challenge für jeweils drei Leute eines Teams vorgesehen ist und ich sehe aktuell etwas wenig, wird die Behörde jeweils einen Mitarbeiter für sie stellen. Aber Herr Richter, dürfen wir keinen raussuchen? Ja, Herr Müller? Nein, Sie dürfen keinen raussuchen. Ist schon eingeteilt. Herr Richter, ich würde Sie bitten, einmal die Challenge zu erklären und dafür gehen wir mal aufs Gelände. Genau. Ja. Folgen Sie uns. Kommen Sie mal mit, meine Herren. Ja, gut. Ja, komm, wir folgen. Behörde hätte ja wenigstens mal besseres Wetter mitbringen können. Warum? Ja gut, fürs Wetter sind wir nur auch nicht verantwortlich, ja? Ach du Heimatland, was ist denn? Ach, du glaubst es nicht. So, ihr Lieben. Ja. Ihr seht hier vorne jeweils einen Traktor, einen dunklen und einen hellen. Ja. So. Und es gibt noch jeweils zwei weitere, weiter hinten. Ja. Mit den Traktoren muss Getreide übergeladen werden. Das geht von, wenn Sie mir mal folgen würden. Ja. Das geht dann von dort hinten los. Ach, hier hinten, von hier hinten geht's los. Okay. Ja. Okay. Sie müssen quasi mit dem ersten Traktor. Also mit dem, der hier steht quasi. Genau, müssen Sie hier hin. Dann überladen. Ja. Dann drehen. Ja. Was denn hier drinnen drehen? Nee. Ja, also so gut wie es geht, ja. Ach, hier drin oder hier vorne wieder, in der Parkbucht halt. Genau. Ach so, okay, das ist okay, alles klar. Ja. Dann muss der nächste hier vorne warten und dann wird hier vorne übergeben von Schaufel zu Schaufel. Ja. Ah, alles klar. Okay. Als wie Staffelstab zum Beispiel. Also, ja, richtig. Ah, okay. Genau, okay. Klar. Genau wie Stab übergeben. Genau. Genau, ja. Okay. So, dann hier das Gleiche. Ja. Diese Baken, die hier vorne stehen, dürfen aber nicht umgefahren werden. Ah, okay. Herr Richter, was ist denn, wenn die durch einen starken Windzug umfallen? Ah, da es heute nur regnet und die Bäume alle gut stillstehen, sieht das ganz gut aus. Ja gut, war ja unten eine Frage. Ja. Und der letzte, der belegt hier quasi den Anhänger. Ja. Ja, und wer als erstes den Anhänger voll hat, weißt du, dann voll. Was richtig voll? Richtig ganz voll. Ach, ganz voll. Da sind wir im Dezember ja noch dran. Also nur noch mal die Frage. Also, bloß, dass ich das richtig verstanden habe. Der erste fährt unter den Überlader, ne? Richtig. Macht sich die Schaufel voll, ja. Dann fährt er zurück und kann in der Zeit schon der nächste parat stehen? Der kann schon parat stehen, ja. Der kann dann schon parat stehen. Und wenn jetzt derjenige, der jetzt hier quasi als letzter dann hier reinfüllt, dann kann der erste quasi schon wieder sich gefüllt haben? Ja. Das kann alles schon passieren, genau. Ja, dass der nächste schon wieder quasi hier vorne steht. Also das geht, ja. Okay. Das ist möglich. Mhm. Wie viel Liter sind denn das? Entschuldigung, ich habe gerade noch mal geschaut. Ja. Wir werden schon ein Zeitlimit nehmen, eine Viertelstunde, also 15 Minuten. Ja. Was danach drin ist, ist drin. Die Schaufeln haben ein Volumen von, jetzt muss ich wieder lügen, nee, muss ich nicht lügen, 350 Liter. Oha, okay. Und der Anhänger hat 8000 Liter. Also wer nach 15 Minuten quasi oder 10 Minuten, je nachdem wie sie es sagen dann, das meiste reingefüllt hat, der hat gewonnen. Na, der sagt Stopp. Also entweder wir sagen nach 15 Minuten Stopp. Ja. Ja, oder
irgendjemand schafft es, den Anhänger voll zu knallen und das ja, auch nicht. Ja, okay, okay. Also Sie sagen nach 15 Minuten Stopp und wenn der Anhänger nicht voll ist, hat der gewonnen, der das meiste drin hat. Genau. Okay. Ja gut, wenn er voll ist, ist er voll. Ja, klar, aber du kriegst das ja in 15 Minuten, genau. Glaube ich nicht, dass wir das mehr im Top. Aber wer dann das meiste drin hat, hat halt gewonnen. Das sieht man ja, wenn man einsteckt. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja. Kriegen wir, denke ich mal, Herr Bauer, haben wir verstanden, oder? Ja, ich auf jeden Fall mal. Sie auch? Ja gut, ich war ja nur eine Frage. Herr Müller? Ja? Ja. Eine Frage, wer unterstützt uns denn dann heute noch? Zum Herrn Hafer wird der unser David gehen. Wo ist er denn hin? Ach, da. Ja, der Franzose hier, der. Ja. Ja. Genau, der Herr Schneider. Herr Schneider, Herrn Hafer unterstützen. Herr Schneider, wie sicher sind Sie im Umgang mit Frontladern? Ich kann tatsächlich ganz gut mit Frontladern umgehen. Okay, gut. Und Herr Bauer, zu ihm kommt der Herr Richter. Wo ist er rum? Hier ist er. Ah. Die Glatze. Okay. Also farblich passt schon mal hier. Das ist gut gestaffelt von der ja. Ja gut, ich sag's nicht. Jetzt wird ich bin negativ. Ja, so. Herr Hafer. Ja, irgendwelche Anträge, Sorgen. Naja. Nee, lass mal schon mal kommen wir später dazu. Tatsächlich habe ich soweit alles verstanden. Schön. Ich würde mir nur mal kurz meine Mitspieler mal kurz nehmen, dass wir uns mal kurz separat stellen und mal kurz beratschlagen. Ja, dann würden wir das nämlich auch machen. Noch ganz kurz, wie ja. Sich beratschlagen? Hat irgendeiner eine Wunschseite? Also wie Sie gesagt, die Traktoren sind gleich, nur die Lackierung ist anders. Ich nehme die hier. Na klar, hat ja auch nicht so weit zu rennen. Ja. Gut, dann gehen wir hier. Dann können Sie sich ja schon mal aufteilen. Stefan, das passt aber zu seiner Einstellung. Was ist los? Gut, hier, wir gehen mal gerade schon mal. Dann sind wir mal gerade schon mal beratschlagen und dann bis gleich. So, also wir bräuchten hier dann auch noch den Herr Richter. Ne? Ja, genau. Er muss den Herr Richter, den müssen wir jetzt auch noch ziehen. Ach so, ich bin da. Ach, bereit. Ach so, Herr Richter. Ich bin da. Herr Richter. Ja. Wie sind Sie denn allgemein so eingestellt, was das Traktorfahren betrifft? Auch das Traktorfahren, das kriege ich gut hin. Okay. Also, Stefan, hast du einen Plan? Ich hätte jetzt gesagt, 1, 2 oder 3. 1 wäre hinten der Start, 2 in der Mitte, 3 wäre hier zum Schluss. Wer möchte was? Du also Chef, Schluss. Du ein. Richtig, mir, ist doch gesagt. Mir ist es vollkommen. Ich nehme die Mitte. Dann der Richter nimmt die Mitte. Soll ich dann. Du machst hinten und ich mach hier zum Schluss. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so. Ja, genau. Ja, ich sag mal so, es gibt ja eigentlich schon nicht viel zu bereden, weil alles ist geklärt. Und meines Erachtens ist es ziemlich verständlich alles gewesen. Ja. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, nach einem gewissen Zeitlimit wird dann gesagt Stopp. Ja. Und ob man dann den Anhänger voll hat oder auch nicht, macht sich natürlich dann, wird man ja dann sehen, ob vorher schon eine Stopp gesagt hat oder auch nicht. Und dann wird man ja sehen. Also ich habe das gerade mal so grob ausgerechnet. Wir brauchen ungefähr 23 Schaufeln, volle Schaufeln mit 350 Liter, um die 8000 Liter zu füllen. Müssen wir 23 Touren fahren. Das wird sportlich. Das wird sportlich und das kriegst du, glaube ich, auch nicht in 10 Minuten hin. Ne, wir haben ja 15 Minuten, haben wir ja. Ja. Aber das liegt dann am Herrn Richter, wie schnell der in der Mitte fungiert. Das ist natürlich jetzt so noch die Frage, wie man. Ja. Dann müssten wir. Dann müsste ich natürlich. Warten Sie mal kurz hier, ich müsste nämlich mal kurz zum Herrn Hafer. Das ist nämlich mal so eine allgemeine Frage. Ja. So, gucken wir doch mal gerade.
Uwe. Herr Hafer, Entschuldigung. Ja. Allgemeine Frage, ziehen wir das durch komplett? Wir ziehen das komplett durch. Gut, alles klar, Dankeschön. Und in innerem Auge machen wir einen Schnitt. Okay, alles klar, Dankeschön, genau. Tschüss. Ich habe Probleme mit der rechten Hand, ich kann nicht so den Joystick bewegen. Okay, so, also, ich habe gerade noch mal eine allgemeine Frage gestellt. Ja. Hier kann ich dir ja gerade so sagen, gerade mal OOC, auch für euch in der Aufnahme. Wir werden auf jeden Fall die Challenge jetzt so komplett durchziehen. Wir werden auf jeden Fall ein Cut machen. Also ihr werdet dann zwei Folgen sehen, diese wie auch dann nächste Folge. Nur, dass ihr da schon mal auf jeden Fall Bescheid wisst. Ne? Gut, so, das allgemein nur mal so zur Info, auch für euch auf YouTube. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ja, also ich, ja, bitte. Oder? Von meiner Seite aus, ja. Ja, dann lass uns mal alles tun für unseren Hof, ne? Definitiv. Wir geben alles. Wir versuchen, alles in den Hänger zu kriegen. Ja, das liegt an dir. Ja. Ja, das ist so. Das Los hast du dir selber gezogen. Ja, würde dann, Herr Richter, wie würden wir das denn halten? Geh mir prinzipiell damit klar, dass wir auch jetzt so in unserer Gesprächsrunde bleiben, die Höfe? Oder wie machen wir das? Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt geplant ist. Das wäre ja schon sinnvoll. Finde ich. Ja, das stimmt. Ein theoretischer, weil dann hätte man nämlich Ruhe. Ohne irgendwie. Ja. Weil ich sag mal, man hat ja auch eben, ja Richard, mal Hand aufs Herz, man hat ja auch eben schon gesehen, wäre halt ziemlich negativ eingestellt ist heute. Vielleicht liegt es am Wetter, ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, es regnet ziemlich doll, das geht sehr aufs Gemüt. Ja. Und deshalb wäre, ich sag mal so, und auf der einen Seite, wir sind hier und die sind da hinten, wir können die eh nicht hören. Also von daher. Nee, das stimmt. Ja. Das Einzige, was man dann nicht hört, wenn die Zeit rum ist. Genau. Das müssen wir. Vielleicht können Sie das ja nochmal mit dem Herrn Müller irgendwie abklären, Herr Richter. Dass wir da irgendwie nochmal irgendeine Lösung finden für das. Ich würde sagen, wir gehen mal gemeinsam zu den anderen mal gerade und ich werde uns mal da gerade hin navigieren. Ja. Ist eine gute Idee. So. Wie sind die Felder und Sie wissen, was ich meine, Herr Müller. Okay. So, guten Tag. Ja, schön. Ja, okay. Gut, also nochmal für alle, wenn Sie sich jetzt besprochen haben, beziehen Sie Ihre Fahrzeuge, die Frau Wagner wird das Stadtkommando geben, ich stelle mich da oben auf die Mauer und ja, beobachtet das mal von oben und stoppt Zeit. Wir hatten gerade noch angemerkt, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir jeweils in den Räumen wären. Die Höfe an sich. Das ist nur die in Frage. In ihrem eigenen Funk? Genau. Ja. Ja. Bleib hier. Ja, dann, das ist natürlich blöd. Was ist jetzt, Herr Bauer, wenn Sie das Ding voll haben und Sie schreien Stopp und wir hören es nicht? Was ist, wenn Sie... Dann hören wir das Startkommando nicht von der Frau Wagner. Naja. Und das Stoppkommando leider auch. Ja, gut, komm, dann machen wir es so und dann ist gut. Nach dem Start kann doch der Herr Bauer... Ja, ist... Genau. Ja, gut. Mach das. So genau. Ist das. Stopp und gut. Stopp, glaube ich. Ja. Schreibe ich rein. Gut. Sitzen alle? Ja, natürlich. Sitzen. Frau Wagner. Ja, jawohl. Gut. Alle ihre Plätze eingenommen. Super. Ja. Na dann, meine Herren. Viel Glück auf beiden Seiten. 3, 2, 1 und los. So, dann startet es. Und jetzt muss ich gerade mal noch gucken, dass ich mal die Jungs hier mal noch mitnehme. So, und jetzt fahren wir erstmal. Oh, Harre. Ja, da bin ich mal gespannt. Oh nein. Da ist schon eine Barke umgefallen. Oh. Oh, Harre.
Jetzt will ich hoffen, dass das geht. Ja. Gut. Weiter, weiter, weiter. Ja, das läuft doch schon mal ganz gut. So, jetzt ist nur die Frage, wie kippen wir das jetzt aus? Kriegt er hier eine Armbrust, genau. Müssen wir aufpassen wegen den Wagen in der Mitte. Habe ich leider schon touchiert. Und Gas. Ah. Ja, wohl nicht, das kann gerannt werden. Geschwindigkeit ist kein Geheimnis sozusagen. Richtig. Sie wissen doch, Tempo ist kein Taschenluft. Was das, Herr Bauer? Ja. Jo. Weiter. Soll ich das Ärmchen ein bisschen hoch machen? Mir hackelt so ein bisschen manchmal die Schaltung. Uha!